Was bedeutet das Kreuz? Und warum sieht man es an so vielen Stellen? Es ist wahrscheinlich das Symbol, das man überhaupt am öftersten auf der ganzen Welt sieht, zumindest in 4 von 5 Kontinenten. Bei uns in den Alpen steht es auf den Bergen, man sieht es auf Rathäusern, man sieht es in Städten, Leute tragen es als Schmuck, vielleicht auch Leute, die gar nicht irgendwie religiös sind, haben das Symbol irgendwie trotzdem noch. Es gibt es an wahnsinnig vielen Orten. Es ziert die Friedhöfe, es ziert die Dächer, es ziert die Städte und es ist sogar das Symbol einer der wichtigsten Hilfsorganisationen der ganzen Welt, das Rote Kreuz. Was bedeutet dieses Symbol, das sogar in so vielen Flaggen vorkommt? Ganz viele Landesfahnen haben das Kreuz als Symbol mit dabei. Gerade in Europa sind unsere Städte davon geziert. Das ist ganz lustig. Jetzt diese Woche gab es auch ein bisschen einen kleinen Skandal, weil nämlich Paris hat öffentlich praktisch das Werbematerial gezeigt für die Olympiade, die ja dieses Jahr in Paris stattfinden wird. Und so sieht diese Grafik, diese Comic-Grafik von Paris aus. Und wenn man genau hinzoomt und den Invalidendom anschaut, dann fällt was auf, was irgendwie zeigt, dass das Kreuz auch nicht gar nicht so unumstritten ist. Das ist das Comic von der Olympia-Werbung vom Invalidendom und das ist das Original. Was fällt euch auf? Hier wurde das Kreuz wegretuschiert als offensichtlich ein Zeichen, das auch manchmal umstritten ist. Aber es ist das in der Kunstgeschichte am öftersten dargestellte Symbol. Es ist die am öftersten abgebildete Szene. Und warum eigentlich? Warum schauen wir uns sowas an? Rein geschichtlich haben die Phönizier etwa 1000 vor Christus diese abgefahrene, schreckliche Idee gehabt, man könne Menschen so auf besonders grausame Weise hinrichten. Und es wurde dann relativ populär. Also ich erspare euch viele Details, aber es ist die, jedenfalls in der späten Form, die Annagelung eines Menschen an Händen und Füßen, durch die man qualvoll im Laufe von vielen Stunden langsam stirbt in einer Mischung verschiedener Todesarten. Denn einerseits werden die Nägel durch die Nerven geschlagen. Das heißt, da, wenn du dich hier anhaust, weißt du, was der Nervenschmerz ist. Also das ist die Art von Schmerz, die man hat. Erstens. Zweitens hängt man und dadurch wird der Brustkorb nach oben gezogen. Man erstickt langsam. Und wenn man sich hängen lässt, reißt es hier oben ein. Und wenn man sich dagegen stößt, um nicht zu ersticken, muss man sich auf die ebenfalls durchbohrten Füße stützen. Man verliert außerdem viel Blut und außerdem sammelt sich mehr und mehr Serum im Brustkorb an, das sozusagen das Herz zusammenquetscht. Also ein Gekreuzigter stirbt, wenn man so will, 1000 Tode. Und der berühmteste Gekreuzigte wahrscheinlich, man kann das sogar genau sagen, wann der gekreuzigt wurde, am 7. April 30 oder am 3. April 33 wurde Jesus gekreuzigt. Und auch der historische Ort ist relativ sicher. Die Grabkirche in Jerusalem ist der Ort, wo mit großer Wahrscheinlichkeit die Kreuzigung an diesem Tag stattgefunden hat. Heute, wenn man hineingeht, ist auf Golgatha selber eine sehr orthodox anmutende Kapelle, wo man sich oft nicht so gut vorstellen kann, wie soll denn da eine Kreuzigung gewesen sein. Wenn man archäologisch sich beschäftigt mit dieser Topologie außenrum, dann weiß man, dass das damals ein Steinbruch war. Und inmitten dieses Steinbruches gab es einen hier herausragenden Steinblock, der von minderwertiger Qualität war und der deswegen stehen gelassen wurde. Und nahe bei der Stadt war irgendwie dieser Steinbruch, der teilweise auch schon als Begräbnisstätte und Garten genutzt war. Und mittendrin war so ein Felsen, der wie ein Schädel aussah. Und Schädelhöhe heißt Golgatha. Und genau da wurde Jesus gekreuzigt. Die Kreuzigung war in der römischen Welt gar nicht selten, aber sie war die schrecklichste und schändlichste Todesart, die man sich vorstellen konnte. Der berühmte Literat, Schriftsteller Cicero schreibt: Nomen ipsum crucis absit non modo ab corpore civium Romanorum, auf Deutsch, das Kreuz, was das Kreuz ist, der Name des Kreuzes, der soll nicht nur vom Leib eines römischen Bürgers ferngehalten werden, das heißt, ein römischer Bürger kann nicht gekreuzigt werden, sondern sogar von seiner Wahrnehmung. Also ein römischer Bürger darf darüber nicht mal nachdenken. Das ist das aller Hinterletzte. Und umso erstaunlicher ist es, dass wir als Kultur seit fast 2000 Jahren auf dieses eigentlich schreckliche Symbol blicken. Und was sieht man, wenn man dieses Symbol anschaut?
Naja, erstmal sieht man einen Menschen, der Entsetzliches leidet. So die erste Erkenntnis, wenn du auf das Kreuz blickst, ist, solches Leiden gibt es. So entsetzlich leiden Menschen. Jesus war auch nicht der Einzige, der gekreuzigt wurde. Und Menschen, die an Tumorschmerzen gestorben sind, bevor es Schmerzmittel gab, Menschen, die gefoltert wurden und so weiter. Es gibt entsetzlich schreckliches Leiden. Jetzt ist aber die Kreuzigung nicht nur ein Leiden wie eine Krankheit oder wie durch Erdbeben, sondern es ist, und das ist das Krasse, es ist ein Leiden, was Menschen ganz bewusst anderen Menschen zufügen, mit dem Wunsch, möglichst viel Qual anzustellen. Und das ist böse. Wenn Menschen andere Menschen quälen, ist es böse. Das Zweite, was wir sehen, wenn wir aufs Kreuz blicken, ist, so böse ist das Böse. Und ich finde erstmal schon wirklich herausragend, dass wir als Kultur auf das Kreuz blicken und diese zwei Dinge vor Augen halten. Denn normalerweise blenden wir Menschen das ständig aus. Wir blenden aus das Leiden. Du siehst mal 2-3 Monate Flüchtlinge in der Ukraine und dann kannst du es auch schon nicht mehr sehen, weil irgendwie du weißt es schon, es passiert Schlimmes in der Welt. Aber man kann sich ja nicht den ganzen Tag nur mit dem Schlimmen in der Welt beschäftigen. Ist es nicht so? Und das Böse schieben wir auch oft so weg. Wer hat Lust, sich mit dem Bösen zu beschäftigen? Wir reden das dann klein und sagen, es passiert woanders oder das ist vielleicht nicht so schlimm und so weiter. Und dass wir als Kultur ganz bewusst auf das Leiden und auf das Böse hinschauen, ist schon bemerkenswert. Man könnte es auch, wenn man es jetzt auf Personen runterbricht, erstmal sagen, am Kreuz sehen wir erstmal ein Opfer von Leiden. Wir schauen hin auf jemanden, dem ganz Schreckliches angetan wird. Jemand, der verletzt wurde. Und die Geschichte ist voll mit den schrecklichsten Leidenserfahrungen. Die Geschichte ist voll mit Opfern. Und gleichzeitig schauen wir auf das Böse und sagen, nee, sowas tun Menschen. Menschen sind so. Das heißt, wir verschließen die Augen nicht vor den Tätern. Und ich glaube, auch wenn man sonst nichts glauben würde, dass allein deswegen das Kreuz schon ein wichtiges Symbol wäre, weil man bewusst auf die Opfer schaut und bewusst auf die Täter schaut. Nun, aber wenn du genau hinschaust, kannst du sagen, okay, ich bin vielleicht nicht am Kreuz gestorben, aber Leiden kenne ich auch. Wenn du diese Geschichte der Kreuzigung anschaust, dann ist es immenses körperliches Leiden, aber nicht nur das. Es ist soziales Leiden, es ist ausgestoßen und verraten und verlacht zu werden. Es ist eine Schmach, es ist eine Schande, es ist ein Leiden auch der Gottesverlassenheit, also der tiefsten seelischen und spirituellen Not. So könntest du sagen, egal welches Leiden ich habe, irgendwas von dem kommt da auch vor. Ich kann irgendwie, in Neudeutsch sagt man, relaten. Also irgendwas daran kenne ich auch, weil ich auch leide. Beim zweiten Punkt wird es sogar noch ein bisschen interessanter, weil wenn du dann überlegst, okay, wer war denn der Täter oder wer ist denn der Täter in dieser Geschichte, dann kommen jetzt bei der Kreuzigung Jesu ein paar mögliche Kandidaten ins Spiel. Wer war denn schuld, dass der Jesus starb? Kannst du sagen, ja, der Judas, der hat ihn verraten, okay. Ja, der hat ihn verraten, aber als er wusste, dass er hingerichtet wird, hat er gesagt, das Geld will ich nicht, okay, gut. Kannst du sagen, ja, das waren die Ältesten, der Kaiaphas und die hohen Priester und so. Ja, aber die konnten niemanden zu Tode verurteilen. Das durften nämlich nur die Römer. Aha, dann war es also der Pilatus, weil der hat ihn zu Tode verurteilt. Ja, schon, aber der hat nur aus Feigheit gehandelt, weil das Volk ihn so angeschrien hat. Und er hat seine Hände in Unschuld gewaschen und gesagt, ich will keine Verantwortung haben. Okay, er auch nicht. Also das Volk, die haben alle gerufen, kreuzigt ihn. Ja, aber die waren nur aufgewiegelt. Okay, jetzt kannst du sagen, eigentlich getötet haben ihn ja die römischen Soldaten. Aber da wird es auch schon schwierig. Welcher denn? Ist er gestorben an den Wunden der Geiselung schon? Also was der Soldat? Oder ist er gestorben an dieser Wunde? Welcher von den Soldaten war es? Und dann kannst du sagen, die Soldaten, die haben ja eh nur gehandelt, weil es ihr Befehl war. Oder waren vielleicht die Jünger mit Schuld? Die hätten ihn ja verteidigen können oder es ihm ausreden können. Du kannst eigentlich fragen, allein die Kreuzigung ist sowas, wo jeder sagen müsste, der damals gelebt hat, na irgendwie blöd gelaufen, irgendwie hatte ich auch mal einen Teil. Und wenn du mal genau nachdenkst, ist es bei ganz vielen bösen Sachen auf der Welt gar nicht leicht zu sagen, wer ist denn schuld.
sondern du musst irgendwie zu dem Punkt kommen, ja, irgendwie haben wahnsinnig viele Leute einen Anteil. Und wenn du mal ganz ehrlich mit dir selbst bist, musst du sagen, na, jeder von uns ist zumindest in manchen Bereichen irgendwie auch Täter. Und ich finde nochmal, es ist bemerkenswert, wenn das Kreuz nur das bedeuten würde. Denn in uns gibt es eine Tendenz, das Böse und die Schuld immer weit von uns zu weisen. Ich habe in der letzten Zeit öfter über sie gesprochen, die großartige deutsch-jüdische Philosophin Hannah Arendt, die ja die Verbrecher des Dritten Reiches, die Prozesse der Verbrecher des Dritten Reiches schriftstellerisch und philosophisch verfolgt hat. Und sie sagt, die Banalität des Bösen war das Krasseste. Dass die Leute so gesagt haben, ja, Auschwitz, das war schon blöd, aber wir haben nur, das hat jeder damals so gemacht und ich habe nur irgendwelche Befehle ausgeführt, dass eigentlich keine Erkenntnis da war. So, ich habe hier wirklich Schuld auf mich geladen und ich nehme Verantwortung dafür. Wir sind ständig in Gefahr, das alles wegzuschieben. Und die erste Lektion des Kreuzes ist, nein, ich bin wirklich auch Opfer. Jeder von uns ist auch Opfer. Und nein, ich bin wirklich tatsächlich auch Täter. Nun, das Kreuz ist kein philosophisches Konzept, da ist nicht ein Buch drüber geschrieben worden, sondern es gibt eine historische Person, von der wird oft bestritten, ob sie jetzt auferstanden ist oder Wunder gewirkt hat, aber dass Jesus am Kreuz gestorben ist, wird auch unter Historikern überwiegend nicht bestritten. Und das Problem an der Geschichte ist, dass Jesus offensichtlich eine gute Person war. Es gibt ganz wenige Menschen, die der Meinung sind, dass Jesus ein schlechter Mensch war. Der Koran lehrt, dass Jesus ein guter Mensch ist. Ja, Hindus und Buddhisten lehren, dass Jesus ein guter Mensch war. Die meisten Atheisten würden sagen, ich glaube zwar nicht an Gott, aber Jesus war ein guter Mensch. Und dass ausgerechnet ein so guter Mensch so grausam sterben musste, ist besonders massiv. Und er ist nicht nur irgendwie in den Tod hineingeschlittert, das ist ganz wichtig zu verstehen, wie Jesus selber über die Sache gedacht hat. Und er hat offensichtlich sehr früh eine Ahnung gehabt, dass das seine Bestimmung ist. Was ist seine Bestimmung? Es gibt eine Stelle im Markus-Evangelium, bei Matthäus steht es auch, wo Jesus über sich selber sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und jetzt kommt so eine eigenartige Formulierung, sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Das kannst du sagen, als Lösegeld für viele. Lösegeld, das ist ja sowas wie im Gericht. Aber an wen zahlt er denn an Geld? Und warum? Und was muss denn da gelöst werden? Wer war denn vorher im Knast, dass er jetzt ein Lösegeld braucht? Oder gab es eine Entführung, dass es ein Lösegeld gibt? Was ist das für eine Vorstellung? Die traurige Nachricht dieses Vortrags ist, ich gebe euch keine wirkliche Theorie, die euer Hirn vollständig befriedigen wird. Denn wir rühren hier an ein Geheimnis, dem man sich einfach nur nähern kann. Und ich versuche mich dem mal zu nähern. Was meint Jesus mit, dass durch seinen Tod ein Lösegeld für viele gegeben wurde? Für was? Ich lade dich mal an, ein kleines Gedankenexperiment. Stell dir zwei Menschen vor, die eine Diskussion haben oder die streiten. Um was streiten die? Zum Beispiel, wir haben gesagt, ich gebe dir 10 Euro, dafür bekomme ich 10 Äpfel. Ich habe dir 10 Euro gegeben, du hast mir nur einen Apfel gegeben. Logisch? Ein Streit. Oder die Ampel war aber auf Rot und du bist trotzdem drüber gefahren und deswegen hast du mein Auto angefahren. Zwei Menschen streiten sich um etwas. Fast alle unsere Konflikte, die wir haben, sind Konflikte um etwas. Ja? Was müsste denn passieren, dass es wieder gut ist? Also ich war zuerst da oder du hast ein größeres Stück Pizza bekommen als ich. Beide Seiten sagen, da gibt es wirklich etwas, was Objektives und um das geht jetzt unser Konflikt. Also hast du mir wirklich 10 Euro gegeben? War das wirklich die Regel? War das wirklich die Abmachung? War die Ampel wirklich rot? Und wenn einer von beiden gegen dieses Gesetz oder gegen dieses Festgelegte verstoßen hat, dann gibt es ein Problem. Und dieses Problem, das möchte ich mal symbolisch bezeichnen mit so einem Gewicht, das ist das Problem der Schuld. Und gesetzt den Fall, ich habe dir wirklich was weggenommen, was eigentlich deines ist, dann genügt es ja nicht, dass ich nachher sage, ja, hey, ich fühle deinen Schmerz. Ja? Wenn ich dir 100 Euro geklaut habe und du sagst, nachher, Johannes, du hast mir 100 Euro geklaut, dann kann ich ja nicht sagen, ja, ich höre dich. Ja, voll, kann ich echt spüren. Ja? Oder weißt du, was auch nichts hilft, wenn ich dir sage, weißt du, das ist nur deine Vorstellung davon. Und ich
Weißt du, ich habe mich jetzt freigemacht von meinen Schuldgefühlen. Ich stehe da jetzt drüber. Ich weiß, früher war ich in so einer Schuldkultur. Da habe ich geglaubt, nur weil ich deine 100 Euro geklaut habe, bin ich jetzt schuldig. Aber ich habe jetzt keine Schuldgefühle mehr. Viele Leute glauben, Schuldgefühle sind das Problem. Aber wirklich ein schrecklicher Menschenscheusal wirst du, wenn du keine Schuldgefühle mehr haben kannst. Also wenn du nicht mehr erkennst, dass es halt Schuld gibt und dass wir schuldanfällig sind und dass Schuld objektiv ist. Das bedeutet, du kannst es nicht davonreden. Und das ist natürlich noch relativ harmlos, wenn es um sowas geht, wie du hast mir einen Apfel geklaut oder sowas. Aber nimm es mal bei was Extremerem. Nimm mal, und das passiert Leuten ständig. Ich bin unachtsam im Straßenverkehr gewesen und ich habe dich angefahren und du verlierst ein Bein. Du kannst dich nicht rausreden, kannst nicht sagen, habe ich nicht so gemeint, ist alles wieder gut. Wie soll sowas wieder gut werden? Ist nicht so leicht zu sagen. Gehen wir mal ein einfacheres Beispiel erstmal. Was müsste denn passieren, zum Beispiel, wenn ich dir 100 Euro geklaut habe, dass irgendwie es wieder gut wird zwischen uns? Wenn wir sagen, es hilft nichts, wenn ich nur drüber wegrede, komm, sieh es nicht so ein. Was müsste passieren? Genau, also zurückzahlt, aber das ist noch nicht die erste Stelle, der erste Schritt. Ja, also richtig, erkennen, der erste Schritt ist eine Einsicht. Also ich müsste erstmal einsehen, das war nicht okay. Ne? Solange ich noch sage, nee, eigentlich, weißt du, Eigentum, das ist ja eh so ein bourgeoises Konzept, in echt gehört allen alles. Nein, ich muss einsehen, dass ich nicht einfach hier dein Geld klauen kann. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, ich muss umkehren. Ja? Was auch immer das heißt. Das heißt, ich muss um Entschuldigung bitten oder ich muss sagen, das war echt schlecht. Das reicht aber noch nicht. Was ist das Nächste? Genau, ich muss eine Entschädigung geben oder ich muss eine Wiedergutmachung, eine Entschädigung oder ich muss halt irgendwie die Strafe oder das entstandene Problem muss ich versuchen zu beheben. Und was müsste passieren, dass es nachher wirklich wieder gut wird zwischen uns? Ja, jetzt sagen wir mal, wir versöhnen uns. Sagen wir mal, du sagst, es ist wieder gut, aber morgen klaue ich dir wieder 100 Euro. Oder 200 Euro. Ja, genau. Ich bräuchte eine Verhaltensveränderung. Verhaltensänderung. Und dann könnte es Versöhnung geben. Ja? So, zwischen uns Menschen funktioniert das auch relativ gut. Jetzt gibt es grundsätzlich ein paar Probleme bei dem Konzept. Also erstmal ist das Problem, ganz oft ist die Schuld, die der Täter auf sich lädt, etwas, gerade was ihn hindert zur Einsicht. Das ist genau das, was die Hannah Arendt beschrieben hat. Er hat wie eine Augenbinde drum. Also das, was die Sünde, das, was die Schuld tut, ist, sie verdunkelt es. Leute reden sich raus. Leute sagen, das stimmt gar nicht. Alle machen das. Alle haben das damals getan. Also das mit der Einsicht ist schwierig. Das mit der Umkehr ist auch schwierig. Denn ein zweiter Aspekt, den Schuld hat, ist, ich male dir mal hier so Ketten hin, Schuld verstrickt dich auch. Ne? So, du lügst einmal, dann brauchst du eine zweite Lüge, um die erste Lüge zu decken. Kennst du das? Ja? Leute gewöhnen sich an böses Verhalten und kommen nicht mehr raus. Das heißt, ich kann dann nicht mehr richtig umkehren. Bei der Wiedergutmachung ist das Hauptproblem, wie gehst du denn damit um, wenn die Sachen so richtig groß werden? Also kannst Wiedergutmachung, ich gebe dir 100 Euro zurück. Ne? Wenn ich dir ein Bein abgefahren habe, wird es schon schwieriger. Aber denk's mal noch globaler. Denk mal, du warst dein Leben lang eine arrogante Sau. Entschuldigung. Also du warst ein furchtbar arroganter Mensch, der wirklich durch seine Haltung allen Menschen um sich herum das Leben schwer gemacht hat. Es gibt solche Leute. Vielleicht kennst du so Leute. Vielleicht bist du jemand. Du kannst ja gar nicht mehr messen, was hat das alles angerichtet. Wie willst du da was wieder gut machen? Und schließlich Verhaltensänderung, sind wir mal ehrlich, wenn du mal versuchst hast, wirklich dich in irgendwas Zentralem zu verändern, merkst du, unsere Fähigkeiten sind da ganz schön begrenzt. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum eigentlich alle Kulturen der Welt was entwickelt haben, um damit umzugehen mit dieser Schuld. Es gibt so diese Opfersysteme, die Vorstellung, ich muss den Göttern oder den Göttlichen, muss denen was bringen. Ganz früher gab es sogar Menschenopfer, Tieropfer. Heute im Buddhismus werden zum Beispiel noch Blumen geopfert oder Öl oder Speisen.
In allen alten Kulturen gibt es diese Vorstellung, die Götter, die sind irgendwie zornig auf uns. Wir müssen was tun, um uns mit denen wieder gutzustellen. Und auch Menschen, die sich gar nicht als religiös bezeichnen, die bringen vielleicht den Göttern keine Opfer dar, aber die haben dann Rituale, um ihre Chakren zu reinigen. Oder irgendwie, um sich wieder in die richtigen Schwingungen zu bringen zum Universum. Das ist die Vorstellung, ich muss mich waschen oder ich muss mich irgendwie erlösen von was oder reinigen von etwas oder hineinschwingen in etwas, dass da ein Verhältnis gestört wurde. Das haben wir als Gefühl unglaublich tief drin. Im Judentum gibt es auch diese Entwicklung von Opfern. Da werden Opfertiere dargebracht. Es ist nicht so richtig klar, was hier gemeint ist, dass eigentlich der Mensch sagt, ich bin schuldig, eigentlich habe ich ein Problem in meinem Leben, eigentlich sollte ich sterben. Aber an meiner Stelle stirbt ein Tier. Warum das funktionieren soll oder sowas, dafür gibt es auch nicht wirklich eine rationale Erklärung. Aber es ist so. Und in diesen gedanklichen Kontext hinein passiert all das, was mit Jesus am Kreuz passiert. Es gibt im Alten Testament eine unglaublich interessante Stelle, die ist relativ unbekannt, die zeigt, dass auch dieses Opfersystem an eine Grenze kommt. Ja? Im ersten Buch Samuel wird die Geschichte erzählt von Eli. Der war der Priester in einem israelischen Heiligtum, in dem israelischen Heiligtum. Und er hatte zwei Söhne und die haben es ziemlich doll getrieben. Das waren auch Priester, aber die haben einfach lauter Mist gebaut. Und jetzt sagt Eli was sehr Schockierendes. Er sagt, wenn ein Mensch gegen einen Menschen sündigt, kann Gott der Schiedsrichter sein. Wenn aber ein Mensch gegen den Herrn sündigt, wer kann dann für ihn eintreten? Also er sagt, okay, wenn Opfer und Täter miteinander ein Problem haben, können sie sich irgendwie bei Gott treffen und versöhnen. Aber was ist denn das Problem? Was ist denn, wenn du ein Problem mit Gott hast? Und jetzt müsst ihr gut verstehen, die biblische Vorstellung von Gott ist, warte, ich schreibe mal das Thema drüber, warum das Kreuz? Diese Frage, die der Eli hier stellt, die ist uns heute relativ unvertraut, weil wir sagen, ja gut, Gott kann doch einfach vergeben, der sieht es doch nicht so eng, weil der ist doch auch irgendwie sehr freundlich und sehr lieb. Und das stimmt zwar alles, aber die biblische Vorstellung von Gott ist, dass Gott die Liebe ist und dass er gleichzeitig die Wahrheit ist und auch die Gerechtigkeit ist. Das heißt, seinem Charakter widerspricht alles, was nicht wahrhaftig ist. Es ist nicht so, dass Gott intolerant ist und sagt, wenn du was falsch machst, bin ich sowas von empört, ich kann das nicht ertragen, sondern stellst dir eher so vor, wie jemand, der musikalisch ein super feines Gehör hat, der hört halt, wenn im Orchester jemand falsch spielt. Der kann schon sagen irgendwie, ich lasse dich trotzdem mitspielen, aber das Problem bleibt trotzdem bestehen. Oder stellst dir vor, wie komplettes Licht, je mehr Licht du auf eine Stelle leuchtest, desto deutlicher siehst du auch, was an der Stelle nicht gut ist, wo ein Riss ist oder ein Schmutz ist. Gott ist nicht intolerant, aber er ist nur die Liebe. Kierkegaard sagt an einer Stelle so schön, der dänische Philosoph, Gott ist die Liebe, das heißt, er ist dein Todfeind. Also das stimmt natürlich nicht, Kierkegaard muss man immer ein bisschen mit Wasser verdünnt lesen, weil er ein bisschen zu depri ist, aber er sagt, wenn Gott nur die Liebe ist, ja, ich bin überhaupt nicht nur die Liebe und du auch nicht. In dir ist alles Mögliche, was nicht Liebe ist. In dir ist Neid, in dir ist Egoismus, du bist oft total kleinlich in allem. Das heißt, wie passt das eine denn zum anderen? Und das Alte Testament macht das, buchstabiert das durch und sagt, was ist denn eigentlich, wenn du ein Problem mit Gott hast? Wer ist denn dann der Mittler? Die haben nicht so eine Vorstellung von Gott, so eine harmlose Vorstellung von Gott, sondern eine sehr majestätische jetzt. Was ist denn jetzt die Antwort, warum das Kreuz und was ist an dem Tag passiert? Ich habe euch gesagt, dass ich keine wirkliche rationale Erklärung habe. Es gibt aber rationale Erklärungen für vieles in der Welt nicht. Und du brauchst nicht immer eine rationale Erklärung. Also zum Beispiel, dass deine Verdauung funktioniert, musst du nicht unbedingt wissen, wie deine Verdauung funktioniert. Also wenn du einen Burger isst, musst du nicht wissen, wie das mit den Enzymen genau ist in deinem Bauch und die Verdauung funktioniert trotzdem. Oder ich habe ein anderes, nicht ganz so brachiales, nicht auch auf andere Weise auch brachiales Beispiel. Anderes Beispiel, eine Geburt.
wer keine Geburt erlebt hat, und ich bin einer der Spezies von Mensch, also der noch nie eine Geburt erlebt hat, der kann sich das nur teilweise vorstellen. Ich war bei einigen Geburten dabei, aber ich habe noch keine erlebt. Das ist ein anderes, das ist ein Erfahrungswissen. Und wenn du eine Frau bist, wenn du mal eine Geburt erlebt hast, dann weißt du etwas drüber, was du auch nie mit Worten ganz ausdrücken kannst. Du kannst vielleicht Beispiel, du kannst sagen, das war wahnsinnig schön, aber es war auch total schmerzhaft, war super anstrengend, aber es war unglaublich so. Du würdest Bilder dafür verwenden. Und so ähnlich war es bei den ersten Jüngern Jesu. Die hatten keine fertige Theologie, was ist da passiert, sondern sie haben ein Erfahrungswissen gehabt. Und sie behaupteten, an diesem Tag ist etwas an der Substanz des Universums anders geworden. Es ist grundsätzlich was anderes geworden. Du sagst aber, wie? Was habe ich denn davon, dass der Typ da 30 nach Christus da am Kreuz verblutet ist? Und sie sagen, na gut, stell's dir in etwa so vor wie das oder wie das oder wie das. Und ich bin auf 9 Bilder gekommen, die ich euch jetzt vorstellen möchte, von dem, wie man dieses Geheimnis, wie man sich dem nähern kann. Aber ob das wahr ist oder nicht, entscheidet sich nicht daran, ob ich das im Kopf verstehe, sondern es entscheidet sich daran, ob es funktioniert. Also ob es wirklich Menschen neu macht, ob es wirklich Menschen versöhnt, ob Menschen erfahren, dass mit diesem Problem sich etwas löst. Das wird die Frage sein. So, und diese Bilder stelle ich euch jetzt vor. Vor wenigen Wochen starb René Girard. Der war ein französischer Religionsphilosoph, Religionsforscher, der sich sein Leben lang mit dem Thema des Opfers befasst hat und mit den Mythen. Und er sagt, warum haben die ganzen alten Kulturen die Vorstellung, dass man irgendein Tier schlachten muss, dass man sich nachher wieder vertragt? Und er nimmt diese Mythen ganz ernst. Er sagt einmal so, in der heutigen Zeit ist es beinahe eine Pflicht, alles in den Mythen für imaginär, spielerisch, poetisch, lyrisch, traumartig, psychoanalytisch zu halten, nur nicht für real. Also wir tun diese Mythen ab, wir sagen, die Leute früher, die haben auf den Bäumen gelebt, was die immer hatten mit ihren Opfern und ha, ha, ha. Und er sagt, nein, nein, das ist alles sehr, sehr ernst zu nehmen. Und er kam auch für sich selber als Forscher zu dem Schluss, dass er sagt, Christentum ist nicht nur eine weitere Mythologie, sondern sie ist sozusagen die Krönung von allen Mythologien, weil sie wahr ist. Und er hat eine Theorie entwickelt, die in etwa total vereinfacht so geht, sagt, es gibt in einer sozialen Gruppe Aggressionen und es gibt Schuld. Und dadurch, dass sich die ganze Sippe zusammenrottet und an einem Sündenbock zum Beispiel das auslässt, an einem unschuldigen Tier zum Beispiel, dadurch passiert etwas mit der ganzen Gruppe. Das ist erstmal eine rein soziologische Erklärung, aber eine erste Erklärung ist die, naja, wenn Opfer und Täter, Täter und Opfer, ich habe dir einen weggenommen, jetzt nimmst du mir einen weg. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Vergeltung und Wiedervergeltung, Wiedervergeltung. Wenn diese Kette nie unterbrochen ist, dann gibt es in alle Ewigkeit immer nur Gewalt. Und eine erste Vorstellung vom Opfer, und zwar besonders von dem Opfer, dass Jesus unschuldig am Kreuz stirbt und betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, ist, dass diese Kette von Vergeltung einmal unterbrochen ist. Und dass dadurch zwischen Täter und Opfer und in der biblischen Vorstellung sogar zwischen Gott und Mensch Versöhnung passiert. Also ein erstes Bild für das, was hier am Kreuz passiert ist, ist, dass anstelle der immer weitergehenden Gewalt die Versöhnung kommt. Und sehr interessant, einfach nicht nur wie in der Mythologie, dass ein Sündenopfer, ein armer Bock wird halt auserwählt, das zu tun, nicht nur so, sondern von Gott her selber kommt es. Sonst wäre es eine grausame Vorstellung. Das ist eine grausame Vorstellung, dass jemand auserwählt wird. Irgendein Dummer muss sich finden und der muss jetzt hier leiden. Nein, in der Vorstellung von Paulus zum Beispiel, er formuliert es so, Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt. Also von Gott selber geht dieser Schritt der Versöhnung schon aus. Wenn ihr mehr, ich habe für jede meiner 9 Bilder immer ein biblisches Buch, wo dieses Konzept vom Kreuz besonders ausgeführt wird. Wenn du das Thema Versöhnung anschauen willst, empfehle ich dir den Epheserbrief. Da wird sogar davon gesagt, dass sogar Himmel und Erde versöhnt wurden durch diesen einen Akt, der da passiert ist. Wir kommen zum zweiten Bild. Ist dir aufgefallen, dass es auf diesem Kanal keine Werbeunterbrechungen gibt?
Das ist tatsächlich die einzige, denn dieser Kanal trägt sich zu 100% durch Spenden. Wenn du herausfinden willst, wie du unsere Arbeit unterstützen kannst, unten in der Videobeschreibung. Außerdem kannst du auch Kanalmitglied werden, dann hast du Zugang zu über 60 Stunden zusätzlichem Material und unterstützt uns dadurch auch. Hier findest du Infos dazu. Jetzt viel Freude, weiter mit diesem Video. Sünde ist objektiv, Schuld ist objektiv und wir spüren tief drin, dass irgendwas erst wieder gut ist, wenn es eine Wiedergutmachung gibt. Und das Problem ist, für uns Menschen ist die extremste Wiedergutmachung in Anführungszeichen der Tod. Deswegen bei den extremsten Verbrechen rufen alle, für sowas soll der lebenslänglich ins Gefängnis oder für sowas muss der sterben. Und diese archaische, diese alte Vorstellung ist eine, die sich auf ganz geheimnisvolle Weise bei Jesus am Anfang seines öffentlichen Wirkens schon andeutet. Das Erste, was im Johannesevangelium über ihn gesagt wird, und zwar durch Johannes den Täufer, ist: Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt trägt. Das ist nicht 2. Korinther, das ist im Johannesbrief Kapitel 1. Seht das Lamm Gottes. Und natürlich im jüdischen Verständnis ist das Lamm ein unschuldiges Opfertier. Also das Lamm, das die Sünde der ganzen Welt hinwegträgt. Dahinter steht eine Vorstellung, die uns heute ein bisschen fremd ist, weil wir dieses Opfersystem nicht mehr haben. Aber die Vorstellung der Sühne, also die Vorstellung, dass jemand anders für dich die Zeche bezahlt, ist im Alten Testament ganz wichtig. Ja? Abraham leistet Fürbitte, und damit Sodom nicht zerstört wird. Mose bittet Gott: Vernichte nicht dein Volk. Ich weiß, dein Volk ist widerspenstig, aber er ist der Fürbitter. Das ist die Vorstellung der Stellvertretung. Und auch die Opfertiere haben einen Aspekt von Stellvertretung. Und der Hebräerbrief, also das zweite Thema oder das zweite Bild, das wir anschauen, ist das der Sühne. Der Hebräerbrief im Neuen Testament buchstabiert das aus über Jesus. Er ist ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen, nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut, und hat so eine ewige Erlösung bewirkt. Also man könnte sagen, das zweite Bild, das hier gebraucht wird, ist: Für das, was der Täter verbockt hat, für diese Schuld, die objektiv ist, gibt es Sühne. Es gibt eine, ja, wie es in O du Fröhliche heißt: Christus ist erschienen, um uns zu versöhnen. Ja? Um uns zu versöhnen ist das gleiche Wort. Die Vorstellung dahinter ist die, dass es Momente in der Geschichte gibt, wo sich alles entscheidet. Es ist ja sehr faszinierend. Das ganze Universum oder alles, was man denken und wissen kann, kann in einem kleinen Kopf drin sein. In einem Menschen kann sich unglaublich viel entscheiden. Und es gibt auch in der Geschichte Momente, wo du sagst, wenn eine Person sich ein bisschen anders entschieden hätte, wäre die ganze Menschheitsgeschichte anders verlaufen. Ich sage das nur, weil sonst denken wir, ja, keine Ahnung, das war vor 2000 Jahren, irgendein Typ ist da gestorben, was hat das mit uns heute zu tun? Nein, die Menschheitsgeschichte ist ständig so, dass sich an entscheidenden Momenten unglaublich extreme Weggabelungen auftun. In einem wunderschönen Romanwerk hat Tolkien, so man kann auch sagen, die ganze Erlösung der Welt in dieser Szene dargestellt, wo Frodo den Ring der Macht, falls ihr den Film gesehen habt, den Ring der Macht am Schicksalsberg vernichten muss. Und es fällt ihm wahnsinnig schwer, er will den Ring der Macht selber behalten, aber am Schluss letztendlich, wie auch immer, fällt dieser Ring der Macht in den Schicksalsberg und wird vernichtet, und die Macht des Bösen ist auf einmal wie ausgelöscht. Aber das ist die biblische Vorstellung, dass im Zentrum der Geschichte, im Zentrum des menschlichen Herzens ein für alle Mal was passiert ist, was alles verändert hat. Das können wir glauben oder nicht glauben, aber das ist der Anspruch. Das ist die Vorstellung. Wir kommen zum nächsten Bild. Wir haben angeschaut das Kreuz als Versöhnung, das Kreuz als Sühne. Jetzt eine weitere archaische Vorstellung ist, die wir heute kaum mehr haben, aber in der Bibel ganz gebräuchlich ist, die des Fluches. Es ist davon die Rede, dass die Sünde, die Schuld mit sich einen Fluch bringt. Ich versuche es mal zu umschreiben.
Sehr populär ist die positive Energie. Ja, jeder sehnt sich nach der positiven Energie. Kennst du das? Du kommst in den Freundeskreis und du merkst, das ist irgendwie positive Energie. Du kommst an einen Ort und alle lächeln, alle sind gut drauf. Oder in eine Familie, alle sind gut drauf. Das ist die positive Energie. Es gibt leider die weniger populäre, gibt auch die negative Energie. Kennst du die auch? Es gibt Leute, die ziehen dir wie die Energie raus. Oder es gibt Situationen, du kommst zu einem neuen Arbeitsplatz und es ist wie vergiftet. Kennst du das? Und dann sagen die Leute, das war schon immer so. Als ich vor 5 Jahren kam, war es auch schon so. Und in der Familie war es schon immer so. Und in einem bestimmten Ort ist es immer, immer irgendwie schwierig, alles ein bisschen Depri. Sowas ist negative Energie. Und lustigerweise sind, also so Christen sprechen hier über Fluch und sowas gar nicht mehr, aber praktisch alle anderen Religionen und besonders die Esoteriker total. Da kannst du eine Voodoo-Puppe kaufen, da kannst du einen Fluch auf irgendein Leben. Also die Vorstellung, dass es auch Mächte des Bösen gibt, also dass Schuld und das Böse einen vergiftenden Charakter hat, ist menschheitsgeschichtlich ganz stark. Es ist auf jeden Fall stark für die biblische Vorstellung. Die gute Nachricht ist allerdings, dass die Aussage die ist, dass am Kreuz eine Befreiung aus der Macht des Fluches und des Bösen gekommen ist. Ich habe vorher gesagt, dass der Täter oder das Böse zu tun, bringt eine Verstrickung mit sich. Und die Aussage, also viele Aussagen über das, was am Kreuz passiert ist, ist, dass eine Befreiung passiert ist. Und zwar eine Befreiung aus der Macht des Bösen, aus der Macht des Fluches, aus der Macht der Verstrickung. Ich möchte euch ein paar Beispiele für diese Aussagen zeigen. Im Kolosserbrief: Er, Christus, hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Also entrissen der Macht des Bösen. Befreiung. Oder ein zweites Bild, das fürs Gleiche steht. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist, denn es steht in der Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl hängt. Ganz tiefsinnige Aussage. Hier wird gesagt, Täter, du hast dir, und wir sind alle Täter, gell? Du hast dir negative Energie, negatives Karma, Fluch draufgeladen. Und das hat aber Christus für dich getragen, indem er an einen Ort gegangen ist, der verflucht war. Das Krasse ist, wir finden ja heute das Kreuz, das ist irgendwie ein Heilszeichen, außer vielleicht am Friedhof, da haben wir ein bisschen Respekt davor, aber sonst ist es ja ein positives Zeichen. Ursprünglich im Alten Testament ist es ein Ort des Fluchs, der am Holz hängt, ist verflucht. Die Vorstellung ist die, dass hier ein Tausch sich ereignet hat. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn jemand den Fluch der Sünde und der Schuld auf sich nimmt, der wird ja davon zerschmettert. Also wenn du mal schaust, wie viel Böses auf der Welt gibt. Ha, wenn ich euch fragen würde, was ist denn stärker, das Böse oder das Gute auf der Welt? Ich finde, man muss ganz schön naiv sein, zu sagen, das Gute ist stärker, weil wo du hinschaust, hast du doch das Gefühl, am Schluss siegt das Böse, oder? Eine Zeit lang ist es irgendwie gut und dann passiert der gleiche Mist wieder. Und dann, wenn du dich mal beschäftigst, was hier auf der Welt passiert, was dort auf der Welt passiert, was in dieser Familie passiert, in jener Familie, oder in diesem christlichen Werk, da passiert wieder ein Skandal, denkst du, ist doch alles, die Leute sind alle die gleichen. Da kommst du doch eigentlich zu dem Ding, das Böse ist eigentlich stärker als das Gute, oder? Die absolut, wirklich erschütternd, skandalöse, krasse Vorstellung ist die, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, aber vom Kreuz siegreich auferstanden ist. Oder noch genauer müsste man sagen, dass schon, weil er aus Liebe diesen Weg der Versöhnung gegangen ist, hat er dadurch schon die Macht des Bösen von innen heraus gebrochen. Ganz elementar wichtig die Vorstellung ist, der am Kreuz Sterbende ist nicht einfach der Scheitern, der arme Kerl, was muss der mitmachen, sondern es war ein Sieg. Das Kreuz war ein Sieg. Tatsächlich, ganz faszinierend, beim Markus-Evangelium lesen wir, dass Jesus stirbt mit einem lauten Schrei. Steht aber nicht, welcher Schrei es war. Es könnte auch ein Siegesschrei gewesen sein. Auf jeden Fall in der biblischen Vorstellung
ist das Kreuz nicht einfach eine Niederlage, sondern sie ist schon ein wesentlicher Teil des Sieges. Kolosserbrief. Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagen, aufgehoben. Ganz starke Aussage. Es gibt wie einen Schuldbrief. Das ist wie alles, was du dein Leben lang verbockt hast. Alles, das ist aufgeschrieben irgendwie. Und dieser Schuldbrief, der gegen dich spricht, der ist durchgestrichen, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat. Die Fürsten und Gewalten hat er entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt. Durch Christus hat er über sie triumphiert. Die Fürsten und Gewalten, davon ist, da ist die Vorstellung der Bibel einfach, dass es Mächte des Bösen gibt. Wenn du sagst, es gibt keine Mächte des Bösen, ich finde das ein bisschen naiv, wenn man die Menschheit so anschaut. Ich glaube, es gibt die Mächte des Bösen, es gibt sie. Und eine wesentliche Aussage der Kreuzestheologie ist, dass Jesus am Kreuz über sie triumphiert hat. Man könnte sagen, weil das Böse ist immer Anti-Liebe. Das Böse ist das Gegenteil von Liebe. Und der totalste Akt von Liebe bricht die Verliese des Todes und des Teufels und des Bösen von innen, wie in dieser netten Darstellung. Wenn ihr mal seht, da ist das Kreuz und hier unten, da ist der Teufel, der wird durchbohrt vom Kreuz von Christus als Sieger. Ein bisschen altertümlich, aber irgendwie auch ganz süß. Und jetzt ganz wichtig, dieses Brechen der Sünde von innen, das ist ja so, um wirklich umkehren zu müssen, um wirklich umkehren zu können, müsste ich echt ein guter Mensch sein. Aber echt gute Menschen müssen nicht umkehren. Das ist das Problem. Und du kannst sagen, um die Sünde der ganzen Welt tragen zu können, müsstest du ein Mensch sein, weil sonst kannst du ja nicht der Repräsentant der Menschheit sein. Aber wenn du ein Mensch bist und die Sünde aller Welt trägst, dann tötet sie dich, weil das Böse ist so stark. Also müsstest du ein Mensch sein und gleichzeitig ein Gott. Gott kann nicht leiden, per Definition nicht. Das ist übrigens der große Unterschied auch jetzt zu der Vorstellung von Allah zum Beispiel. Der muslimische Gott Allah kann nicht leiden. Deswegen finden Muslime bis heute das Kreuz absolut anstößig. Sie sagen, Allah ist so groß, er kann einfach so vergeben. Aber die Frage ist, ob das wirklich wahrhaftig ist. Ob Vergebung wirklich so passiert, dass man sagt, weißt du was, einfach, wir vergessen es. Du wurdest vergewaltigt, er hat dich vergewaltigt, Schwamm drüber. Wirklich? Ist es so? Er hat dich gefoltert, du wurdest gefoltert, ja komm, alles, Barmherzigkeit. Das hört sich so schön an, zu sagen, Gott ist gnädig und ist gnädig zu allen. Ja genau, und es ist ein Schlag ins Gesicht dem Opfer gegenüber. Wenn du mal zum Opfer geworden bist, weißt du das. Es gibt nämlich auch billige Vergebung, es gibt zu schnelle Vergebung, es gibt ein Drüberwischen. Ist Gott so oder ist er wahrhaftig? So, es müsste Mensch und Gott zugleich sein, der diesen Versöhnungsakt leistet. Und das ist genau die Botschaft des Christentums. Das ist die Botschaft des Kreuzes, dass einer, der wahrer Mensch und wahrer Gott ist, diesen Akt getan hat. Und dieser Sieg, der ereignet sich nicht nur einmalig, 30 nach Christus, sondern er ereignet sich dann, auch in diesem Moment, wenn darüber gesprochen wird. Sehr interessant, was Paulus am Anfang seines ersten Briefs an die Korinther schreibt. Denn das Wort vom Kreuz, die Botschaft vom Kreuz, ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Es gibt etwas an dieser Botschaft vom Kreuz, wo du rein menschlich sagst, oh, das ist, nee, ich finde es anstößig. Warum? Würde es nicht reichen, wenn alle Menschen sich mehr anstrengen würden, bessere Menschen zu sein? Weißt du, welche Welt rauskommt, wenn alle Menschen sich anstrengen würden, bessere Menschen zu sein? Weißt du, welche Welt rauskäme? Genau die Welt, die wir haben. Weil fast alle Menschen strengen sich an, gute Menschen zu sein. Wenn das die Lösung wäre, müsste unsere Welt super aussehen. Und es ist aber etwas in uns, was uns provoziert an dieser Botschaft des Kreuzes. Und deswegen versuchen wir es aufzulösen. Auch die ganze Philosophiegeschichte. Ich denke an Hegel, ich denke an viele theologische Konzepte. Versuchen, das Kreuz abzumildern, es irgendwie schön zu verpacken, dass es am Schluss nicht so anstößig ist. Und sagen, ja, das Kreuz, das ist so ein Vorbild für uns, wie der Schleiermacher geschrieben hat, dass wir auch irgendwie moralisch handeln. Ja, ja, genau. Auch, aber das ist nicht der Punkt. Wir nehmen Anstoß an dem. Und seit 2000 Jahren nehmen Menschen Anstoß.
Und Paulus sagt, es ist Gottes Kraft. Und zwar nicht nur das Kreuz, sondern die Kraft des Kreuzes ist übergegangen in das Wort vom Kreuz. Das heißt, in diesem Wort ist bereits Kraft zu retten, wenn wir es im Glauben annehmen. Da ist Sieg drin. Und ein Sieg, der natürlich verborgen ist. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, sah das auch nicht nach Sieg aus. Und es war trotzdem der Sieg, der die Welt überwunden hat. Es ist aber wirklich eine Weisheit, eine Logik, die ganz anders ist als unsere menschliche Logik. Und Paulus macht es sehr deutlich. Er sagt, wenn die klugen Philosophen dieser Welt aus eigener Kraft Gottes Weisheit erkannt hätten, dann wäre es ja anders gewesen, aber das haben sie nicht. Er sagt, wir verkünden Christus als den Gekreuzigten, den Juden ein empörendes Ärgernis, weil nämlich der am Holz hängende ein Verfluchter ist, so ähnlich wie im Islam auch. Das ist ein empörendes Ärgernis. Den Heiden, also den Griechen, eine Torheit. Gleiche Vorstellung im Griechentum, der von den Göttern Geliebte ist, ist der Held. Einzig allein der Sokrates sagt an einer Stelle, so Platon berichtet es in Politeia, altgriechische Philosophie, er denkt es mal durch, was wird eigentlich passieren, wenn ein vollkommen gerechter Mensch leben würde. 400 vor Christus schreibt er das. Und er sagt, ein vollkommen gerechter Mensch, ein vollkommen guter Mensch, er sagt, der würde von den Bürgern seiner Stadt zum Tode verurteilt und gekreuzigt werden. Das schreibt Platon. Hatte eine gute Intuition. Kurze Werbung, dass Philosophie auch manchmal was bringen kann. Er sagt, für die Berufenen aber Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Es gibt etwas an Gottes Kraft und an Gottes Weisheit, was ganz anders ist als menschliche Weisheit und als menschliche Kraft. Es ist nicht menschliche Kraft, dass da jemand am Kreuz stirbt, der erst 33 oder so ist. Es ist nicht menschliche Weisheit, aber es ist göttliche Weisheit. Das Schöne ist, dass das zumindest in der biblischen Vorstellung etwas radikal Neues mit uns macht. Also wir kommen zum nächsten Bild. Und zwar hier wird gesagt, so wie Jesus gestorben ist und auferstanden ist, so bekommen wir durch den Glauben an Jesus, dadurch, dass wir zu ihm gehören, eine neue Identität. Also nicht nur ändert sich was bei uns hinsichtlich unserer Position zu Gott, also praktisch vorher waren wir mit Gott entfremdet, wir konnten nicht zu Gott ran, wir konnten nicht in die Nähe kommen und jetzt schon, sondern in uns selber drin verändert sich was. Hier könnt ihr zum Beispiel den Römerbrief ausführlich dazu befragen, da steht ganz viel drüber, zum Beispiel diese Stelle. Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe, das bedeutet die Taufe eigentlich. Und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Römer 6, richtig. Also, mit Christus ist was Neues passiert und deswegen haben wir jetzt auch eine neue Identität und können auf neue Weise leben. Oder im Epheserbrief, ganz wunderbar, da heißt es erstmal, früher habt ihr weit entfernt von Israel gelebt, ihr wart nicht Teil des auserwählten Volkes, ihr wart fremd von Gott. Einmal schreibt Paulus sogar, wir waren Feinde Gottes. Und jetzt Epheser 2, Gott aber, der voll Erbarmen ist, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Und hier steht nicht, er wird uns einen Platz im Himmel geben, das auch, sondern schon jetzt haben wir eine neue Identität als Bürger des Himmels. Das bedeutet, dass Jesus alles neu gemacht hat am Kreuz, dass er die Schuld weggenommen hat und ich eine neue Identität bekommen habe. Er mächtigt mich zu einem anderen Leben. Ihr Lieben, das ist so entscheidend. Wir haben aus dem Christentum so eine komische Lehre gemacht, so etwas Moralinsaures. So was wie, du musst versuchen, ein guter Mensch zu sein, du schaffst aber nicht, deswegen musst eigentlich immer ein schlechtes Gewissen haben, musst dich immer ein bisschen geiseln und dann als armer Sünder zu Gott kriechen und dann wird es wieder besser. Das ist ein Zerrbild von Christentum. Christentum kreist nicht um das, was du tust, sondern um das, was für dich getan wurde. Und weil ein für alle Mal für dich was getan wurde, was du niemals hättest tun können, befähigt dich das zu einem neuen Lebensstil.
aber nicht einem von Leistung und Druck und religiösen Peitschen, sondern einem Befreiten. So ähnlich wie, ich kann mir die Liebe eines Menschen nicht verdienen. Ich kann nicht zu meiner Frau sagen, wie oft muss ich dich küssen, dass du mich liebst. 100-mal oder 200-mal, das ist Unsinn. Wenn du einen Menschen liebst, dann wirst du dein Verhalten ändern wollen. Das ist eine Reaktion davon. Du wirst küssen wollen, du wirst Blumen kaufen wollen. Männer, Blumen kaufen, ist sehr wichtig. Das wird Auswirkungen haben, aber nicht, weil du dir dadurch was erleistest, sondern weil du dich grundsätzlich beschenkt weißt. Und das, ihr Lieben, ist das Christentum. Du bist grundsätzlich durch Jesus begnadet und freigesprochen, nicht aufgrund deiner Leistung. Und das ermächtigt dich dann zu einem Neustart. Und nicht zu einem Neustart der Qual, sondern einem, dass du selber sagst, hey, wenn das stimmt, wenn ich aus Gnade gerettet bin, dass er uns mit so einer Liebe geliebt hat, dann will ich wirklich nicht mehr so leben wie früher. Ihr Lieben, das ist Christentum. Und im Kreuz ist sogar die Kraft auch dafür. Es ist nicht nur, dass ich es jetzt aus eigener Kraft schaffen muss, sondern hier ist auch bleibend Kraft für ein verändertes Leben. Wir lesen hier, dass er in seiner Liebe uns etwas gezeigt hat, dass die Liebe erlöst und dass die Liebe auch ein Opfer bringt. Davon handeln so viele Märchen, davon handeln die schönsten Geschichten. Neulich habe ich mit meinen Kindern und meiner Frau zum ersten Mal für sie, ich habe den damals schon gesehen, den Film Titanic angeschaut. Ich weiß, ein bisschen romantisch, ein bisschen schnulzig, aber es ist was, wenn wir sehen, dass da der Jack sein Leben gibt für die Rose, ist in uns doch eine Resonanz, die sagt, das ist wirklich groß. Weil weißt du, Menschen tun sowas. Menschen im Krieg geben ihr Leben für andere. Es gibt Menschen, Feuerwehrleute, die laufen rein und wissen, sie riskieren ihr Leben, um jemanden zu retten. Leute tun das ständig. Und tief drin, glaube ich, spüren wir, das ist eigentlich Liebe. Liebe ist nicht einfach, wir haben ein Tinder-Match oder ich finde dich hübsch. Liebe ist eigentlich unter anderem die Bereitschaft, Opfer zu bringen. Und eines der wesentlichen Dimensionen vom Kreuz ist, dass das Kreuz offenbart, wie Gott ist. Das Kreuz offenbart auch, wie schlimm Sünde ist, auch wie sehr Gott die Sünde hasst. Gott richtet und verurteilt nämlich auch die Sünde, er ist nämlich auch gerecht. Aber er öffnet uns die Augen dafür, dass er die Liebe ist. Ich nenne diesen Punkt mal Offenbarung, denn wir haben ja gesehen, dass ein Problem des Täters ist, dass die Sünde verdunkelt, dass wir die Sünde kleinreden und letztendlich bringt die Sünde Verzweiflung, immer. Die Sünde lässt dich verzweifeln an der Gnade Gottes und die Sünde lässt dich verzweifeln an dir selber. Und deswegen ist es so stark, wenn du aufs Kreuz blickst, geschieht Offenbarung. Ja, du kannst zum Beispiel aufs Kreuz schauen, wenn du mal richtig was verbockt hast und fragen, glaubst du, dass deine kleine Sünde ihn schockiert? Oder glaubst du, dass er jetzt vom Kreuz runtersteigt und sagt, jetzt war es zu viel, jetzt unterbreche ich das hier mal. Und so viele biblische Stellen rufen es raus, wie im ersten Johannesbrief, denn daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. So müssen auch wir für die Brüder das Leben hingeben. Man könnte das auch übersetzen, daran haben wir eine Definition bekommen für das, was Liebe ist. Und interessanterweise, das ist 1. Johannes 3,16, Johannes 3,16, also im Johannesevangelium, fast die gleiche Referenz, hat einen ganz ähnlichen Inhalt. Seht, wie groß die Liebe ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat, damit wir gerettet werden, dass wir nicht verloren gehen. Jetzt habe ich bei vielen von diesen Sachen stärker über den Täter gesprochen, gesagt, okay, dem Täter wird vergeben, für den gibt es Befreiung. Aber was ist denn mit dem Opfer? Ja, wenn ich verlassen wurde, verraten, verkauft, betrogen, gefoltert, wenn mein Land von deinem Land überfallen wurde, was ist denn dann? Und die Frage ist eh, wie heilen überhaupt emotionale Wunden? Wie heilen die? Zeit heilt alle Wunden, aber naja, ich weiß nicht, ob Zeit alle Wunden heilt.
Interessante ist, wenn du, also Beispiel, viele Paare verlieren mal ein Kind. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, alle, die schon mal ein Kind verloren haben, strecken mal die Hand. Und du würdest dann, nein, bitte nicht, jetzt machen wir. Und ihr würdet dann rumschauen, dann gäbe es sofort eine tiefe Art von Verständnis zwischen dir und der anderen Person. Oder wenn ich fragen würde, wer wurde schon mal verlassen oder wer hat schon mal Krebs gehabt? Sowas irgendwie, ja? Wer hat die Scheidung schon mal erlebt? So, irgendwelche Sachen. Oder wer hat einen Ehepartner schon mal verloren? Wenn jemand ähnliche Wunden hat wie du, fühlst du dich verstanden. Und jemanden zu erleben, der ähnliche Wunden hat wie du, hat was Heilendes, weil du merkst, ich bin nicht der Einzige. Und vielleicht ist das die Bedeutung davon, dass Jesus in dieser irgendwie, ich finde, bewegend schönen Szene in der Verfilmung von Mel Gibson, als er das Kreuz bekommt, er das Kreuz fast umarmt, als wäre es ein Schatz. Vielleicht ist das ein Teil des Geheimnisses des Kreuzes, dass das Opfer eben erkennt, da ist einer, der die gleichen Wunden hat wie ich oder vielleicht sogar noch viel schlimmere. Aber es ist unglaublich, was Menschen leiden. Es ist unglaublich, wie viel Leiden es in der Welt gibt. Und ein Teil des Geheimnisses hat es jetzt verborgen hinter dem Foto. Ich habe das falsch angelegt, da muss ich so vorlesen. Ein Teil des Geheimnisses des Kreuzes ist, dass wir Menschen verwundet sind und dass Gott sich verwunden lässt. Das ist was ein Gott, der nicht Mensch wird, der nur im Himmel ist, der kann sich nicht verwunden lassen. Im Kapitel 53 vom Jesaja-Buch, viele hundert Jahre vor Jesus geschrieben, es gibt keine Erklärung, was dieser Text bedeutet, da ist vom Knecht Gottes die Rede. Vom Knecht Gottes, der geschmäht und gehasst und zu einem ruchlosen Tod verurteilt wurde, wo alle sagen, haha, jetzt hat Gott ihn verlassen. Und dann heißt es, aber er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihn. Wisst ihr, das Alte Testament, das Judentum, hat kein Konzept dafür, für so eine stellvertretende Sühne. Es ist auch bis heute ein Rätsel, wie du das innerhalb des hebräischen Kanons auslegen möchtest, wenn es nicht auf Jesus verweist. Er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Und zu unserem Heil lag die Strafe auf ihn. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Also es gibt das Geheimnis, dass nur jemand, der selber mal verletzt wurde, dich in deiner Verletzung verstehen und auch berühren kann. Und wenn Gott die Liebe schlechthin ist, kann er auch tiefer verletzt werden als jeder andere. Egal, wo du verletzt wurdest, er kennt deinen Schmerz. Und noch mehr. Nicht nur, weil die Kreuzigung die wahrscheinlich schrecklichste Todesart ist, die du dir vorstellen kannst, sondern auch, weil wenn Christus wahrer Mensch und wahrer Gott war, hat er auch eine Fähigkeit, das menschliche Leiden zu kennen und zu tragen, die weit größer ist als die jedes Menschen. Er hat auch eine größere Leidensfähigkeit. Das ist eine schreckliche Vorstellung. Wir Menschen können nur bis zu einer bestimmten Menge von Schmerz leiden, dann werden wir ohnmächtig. Und nach ein paar Tagen extremen Schmerzen stirbst du. Oder durch einen Schmerzstock kannst du sterben. Wenn Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist, hat er auch eine übernatürlich große Leidensfähigkeit. Er ist das Lamm, das die ganze Schuld und Leid, aber auch alle Krankheit der Welt getragen hat. Die Vorstellung oder das Wort vom Kreuz wäre unvollkommen ohne einer Wahrheit, die heute auch unpopulär ist. Aber das Kreuz enthält auch den Aufruf, Jesus auf dem Kreuzweg zu folgen. Jesus spricht schon lange bevor er stirbt: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Was Jesus da genau gemeint hat, ist nur schwer zu sagen. Aber offensichtlich gibt es einen Kreuzweg, es gibt einen Weg, den jeder von uns zu gehen berufen ist. Das ist die Nachfolge. Und es gibt kein menschliches Leben ohne das Kreuz. Und es gibt kein menschliches Leben ohne das Leiden. Was ich trostreich finde an dieser Stelle ist, hier steht nicht, wer mein Jünger sein will, verleugne sich und nehme alles Leiden der ganzen Welt auf sich. Nein, tu das bitte nicht.
wenn du das machst, dann bist du co-abhängig oder du glaubst, dass du der Erlöser der Welt bist. Das ist ganz ungesund. Ich habe total gute Nachrichten für dich. Du musst die Welt nicht erlösen. Du bist nicht der Retter der Welt. Das ist wunderbar. Aber du sollst dein Kreuz auf dich nehmen. Das Kreuz bleibt niemandem von uns erspart. Und ob du vor dem Kreuz davonläufst, vor dem Leiden davonläufst, das heißt nicht, dass das Leiden gut ist, verstehe mich nicht falsch. Ne? Aber ob du versuchst, dem Leiden immer auszuweichen oder ob du bereit bist, in Liebe und in Geduld das dir Aufgetragene zu tragen, daran entscheidet sich, ob dein Leben fruchtbar wird oder nicht. Wenn das Weizenkorn alleine bleiben will und nicht in die Erde fällt, dann bringt es keine Frucht. Und nur das Weizenkorn, das in die Erde fällt und auch ein Stück weit Ja sagt zum eigenen Sterben, bringt Frucht. Und es gibt keine Nachfolge Jesu, es gibt kein Christentum ohne das Kreuz. Es gibt freiwilliges und unfreiwilliges Kreuz. Unfreiwilliges Kreuz ist das, was dir widerfährt. Das, was einfach passiert, weil Menschen Menschen sind. Das, was einfach passiert, weil du Mensch bist und weil du manchmal ganz schön doof bist und ich auch. Das, was einfach passiert, weil das eine Welt ist, die böse ist, wo so viele schlimme Sachen passieren. Das, was passiert, weil jeder, der Christus nachfolgt, auch verfolgt werden wird. Das gehört dazu. Und dann gibt es auch das freiwillige Kreuz. Das freiwillige Kreuz ist, wo du in Vergebung gehst, anstatt in Vergeltung. Wo du in Versöhnung lebst, statt in Zwist. Wo du in Verzicht lebst, statt in ich muss mir immer alles erlauben und alles gönnen. Wo du in Vertrauen gehst, anstatt von Kontrolle. Das ist, da wählst du das Kreuz. Wo du Demut wählst, wo du dienen wählst, wo du verzeihen und vergeben wählst, wo du den niedrigen Weg der Wahrhaftigkeit, dem großartig scheinenden Weg der Selbstoptimierung und Selbstüberhebung vorziehst. Wo du es nicht nötig hast, dich selber groß zu machen und deinen Namen zu erhöhen, das ist der Weg. Das ist der Weg von Philipper Kapitel 2, wo wir von Jesus lesen, dass er Gott gleich war, aber nicht daran festhält, wie Gott zu sein, sondern sich entäußert, sich leer macht und wie ein Sklave wird und deswegen Gott ihn erhöht über alle anderen. Ein letztes. Wir Menschen sind begeistert von menschlicher Größe. Wer schreitet nicht gern durch so einen Palast und denkt sich mal, so ein Kleid würde ich auch gern tragen oder irgendwie mit einer königlichen Kutsche herumzufahren. Wir finden es ja auch toll, die Royals, ne? Die füllen die ganzen Gazetten und dann staunen wir. Und vielleicht sind es nicht die Adeligen, sondern du bestaunst die Fußballstars oder die Models, die Athleten oder die ganz Reichen und die Tollen. Und so die Vorstellung, was ist denn eigentlich die größte menschliche Größe? Ist es das englische Königshaus? Oder ist es das spanische Königshaus? Oder sind es die Reichsten dieser Welt? Ist es Elon Musk? Der letzte Blick aufs Kreuz ist die Antwort des Christentums. Die Antwort der Bibel ist, der Allergrößte ist jemand anders. Nicht der, der am reichsten ist, nicht der am klügsten ist, nicht der vom blauesten Blut. Im letzten Buch der Bibel geht der Vorhang auf und auf einmal wird der Blick klar in den himmlischen Thronsaal. Und da gibt es ein Problem. Das Problem ist nämlich, dass es eine Schriftrolle gibt, in der symbolisch, wenn man so will, das gesamte Schicksal des Universums zusammengefasst ist. Und die Frage ist, wer würde sich anmaßen, das zu öffnen? Wer traut sich, die Herrschaft anzutreten über alles? Du? Ich? Der englische König? Puh. Wer ist denn der König über allen Königen? Und dann geht, symbolisch gesprochen, wie ein Raunen durch die Reihen der Engel und himmlischen Herrscher, weil auf einmal das Unwahrscheinlichste aller Geschöpfe hier inmitten von all dem steht. Nämlich ein Mäh, ein Schaf, ein Lamm. Und zwar ein Lamm, das blutig ist und das geschlachtet ist. Wo du sagst, was, hier im himmlischen Herrscher und Thronsaal, du denkst doch, das muss irgendwas total Majestätisches sein. Und auf einmal fängt ein lauter Gesang und ein lautes Stimmengewirr auf, das durch die Ewigkeit hallt. Sie rufen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde, Macht zu empfangen, Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Herrlichkeit und Lob. An einer anderen Stelle heißt es, denn er hat mit seinem Blut Menschen erworben und freigekauft aus allen Stämmen, Nationen und Sprachen und sie werden in Ewigkeit ihm dienen. Der letzte Blick
aufs Kreuz ist. Am Kreuz offenbart sich die wahrste menschliche Größe. Am Kreuz offenbart sich das, was wirkliche Majestät ist. Und jedes Knie muss sich beugen. Ich habe leider kein Originalfoto aus dem Himmel, da gibt es so wenige, sondern das hat eine künstliche Intelligenz gemacht. Ich glaube, in echt sieht der Himmel nicht so kitschig aus. Aber auch das hält dieses Symbol des Kreuzes hoch. Der Allergrößte ist nicht der, der sich selbst am Allergrößten macht. Der Allergrößte ist der, der am meisten liebt, der sich am meisten hingegeben hat, der sich am tiefsten erniedrigt hat. Ihm allein und keinem Despoten, keinem Tyrannen, keinem Milliardär dieser Welt gebührt die größte Herrschaft und Krone. Und zwar nicht nur in dieser Welt, sondern alle Ewigkeit. Das ist der Grund, warum wir das Kreuz darstellen, warum wir es um den Hals tragen, warum wir es hochhalten, warum wir unsere Berge und unsere Kirchen damit schmücken, warum wir stolz drauf sind. Das ist das Geheimnis des wahren, erlösten Menschseins. Und es ist das Geheimnis der Erlösung des Menschen, weil nur die Liebe erlöst. Und das ist auch die Heilung unseres Herzens und das Geheimnis für die Erlösung deines Herzens. Komm zu ihm, wenn du schwere Lasten trägst. Sei es, weil du schwere Lasten trägst, die du als Täter auf dich geladen hast. Egal wie groß deine Schuld ist, verzweifle nicht. Sei es, dass du schwere Lasten trägst, weil dir das Leben so übel mitgespielt hat, weil Menschen so böse waren zu dir. Verzweifle nicht. Einer ist dein treuer Gefährte in die Nacht der Hölle, des Todes und des Dunkels hinein. Und er hat dir Macht, dich rauszureißen ins Leben und in den Sieg. Und deswegen gebührt ihm die höchste Anbetung und alle Ehre. Amen.